Herr Dr. Salat, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, über den Monolog hinaus auch noch für einen Dialog zur Verfügung zu stehen. Ich würde Sie ganz gern eine sehr naheliegende erste Frage beantworten lassen. Die würde lauten, wenn Sie heute ein junger, aufstrebender Wissenschaftler wären, was wäre denn Ihre Strategie, um morgen berühmt zu sein? Ich glaube, ich würde mir als erstes das direkte Umfeld ansehen, welche Forschungsinstitute und welche möglicherweise internationalen Player in dem Feld unterwegs sind und würde mich mit denen vernetzen. Ich glaube, je spezialisierter Wissenschaft wird, umso leichter ist das einerseits möglich. Die handelnden Personen kennen sich international. Und es ist sehr viel mehr an direkter Kommunikation und Austausch heute möglich, auch technisch möglich, als das eben in den vorigen Generationen der Fall war. Also das heißt, die Strategie wäre, mache dich bekannt bei den wichtigen Peers in deiner Community und versuche mit denen zu kooperieren und zu kommunizieren. Ja, also nicht nur mache dich bekannt, sondern verstehe, wer an ähnlichen Themen arbeitet und wem man sozusagen in einer gemeinsamen Arbeit vielleicht näher rücken könnte. Und wann und in welcher Form spielt dann ein Verlag eine Rolle in dieser Strategie? Ich glaube, es ist extrem abhängig von dem Fachbereich, über den wir reden. Also für den juristischen Fachbereich kann ich das am wenigsten beurteilen. In den Naturwissenschaften ist natürlich immer noch ein Verlag, ein internationaler Verlag, sozusagen der Ritterschlag, mit dem Sie auf einen Sitz eine Menge Leute international mit Ihren Ergebnissen bekommen können. Nature hat nach wie vor den höchsten Impact-Faktor von allen wissenschaftlichen Journalen, die veröffentlicht werden, sowohl in dem Subscription-Teil als auch in den Open Access Ausgaben, die es ja von Nature auch in Spezialisierungen gibt. Daneben gibt es eine Menge Aktivitäten, wie man Texte über Social Media und andere Altimetrics, nennt sich das ja, Maßzahlen sozusagen promoten kann. QDOS ist ein Unternehmen, das jetzt, ich glaube schon bald, na nicht 7, 8 Jahre alt ist, wo sie im Grunde sich darum kümmern können, dass ihre Publikationen neben der normalen Verlagspublikation, die einfach findbar sein muss, was technisch eben kein Problem mehr ist, sozusagen in der Discoverability, in der Entdeckbarkeit durch Social-Media-Techniken gepusht wird. Das wäre neben sozusagen dem Ziel, ein hochrangiges Journal als Publikationsort zu finden, glaube ich, das, wo ich meine Zeit hineinlegen würde. Jetzt ist es aber so, dass man als 20-Jähriger oder 22-Jähriger nicht gleich in Nature zu publizieren beginnt. Die klopfen normalerweise nicht an und sagen, das wäre doch mal eine tolle Idee, sondern man muss da erst hinkommen. Wie kommt man hin? Absolut. Die lassen klopfen sozusagen. Ja. Es gibt eine ganze Reihe von Journalen in jedem Bereich, die qualitativ gut sind. Und die Frage für mich wäre eben, um vielleicht ein bisschen an die Vorrede anzuschließen, wie viel persönliche Betreuung erwarte ich mir vielleicht auch von einem Verlag? Es gibt ja Verlage, die einfach eine inhaltliche Kompetenz mitbringen und dann auch behilflich sind, Artikel oder Monographien einfach in die entsprechende Richtung zu bewegen. Aus meiner Sicht ist extrem wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis zu einem Lektor, Programmleiter oder zu einem Sparringspartner zu haben im Verlag, mit dem man sich austauschen kann und das Gefühl hat, der bringt einen in der Richtung weiter auf das Publikum hin, das man erreichen will. Und wie findet man den? Also ich habe ehrlich gesagt noch nicht allzu viele Talente-Scouts von Verlagen erlebt, die aktiv dann in den Universitäten hoffnungsvollsten jungen Menschen identifizieren und dann vertrauensvolle Beziehungen zu diesen aufbauen. Aber vielleicht bin ich nur im falschen Fach oder habe die falsche Persönlichkeit dafür. Gibt's diese Leute? Oder unsere Scouts haben sie sozusagen nicht entdeckt oder noch nicht vollständig genug entdeckt. Das gibt es natürlich, dass man im Grunde aus einer Assistententätigkeit heraus die akademische Karriere von Leuten an der Uni erlebt und die dann anspricht. Also für Fakultas, wenn ich das so sagen darf, ist das über diesen Skriptenvertrieb und über die Skriptenproduktion wirklich ein klassisches Modell, dass manche ganz früh ein Skript bei uns publiziert haben und dann irgendwann in die Rolle als ständige Autoren bei uns gekommen sind. Aber natürlich kann kein Verlag sich das wirklich systematisch leisten. Aber typischerweise gibt es ja einfach
klare Positionierungen, wofür einzelne Verlage stehen. Und der Regelfall ist dann schon, dass man als Autor versucht, dorthin zu kommen und Kontakt aufzubauen und einfach mal ein Exposé schickt und versucht, dort Resonanz zu bekommen. Aber es ist ein steiniger Weg. Das möchte ich nicht anders verstanden wissen. Also diesen Eindruck wollte ich teilen. Natürlich habe ich auch erlebt, dass Verlage irgendwann mal junge Menschen ansprechen oder angesprochen werden und dann entsprechende Projekte daraus entstehen. Aber dass das irgendwo sich in den letzten Jahren vereinfacht hätte, dieser Weg, diesen Eindruck habe ich eigentlich nicht, ne? Sondern es ist auf beiden Seiten eigentlich, glaube ich, nach wie vor ziemlich schwierig, nicht? Das ist für die Verlage wahrscheinlich schwierig zu erkennen, wo das Talent sitzt, und es ist für die Autorinnen und Autoren schwierig, diese Hürde zu überspringen, sichtbar zu werden, nicht? Also auf Verlagsebene. Sie stimmen mir zu, dass es ein steiniger Weg ist. Ja? Was tut man also mit diesem steinigen Weg vor sich, wenn man als Alternative hätte, einfach mal irgendwo im Netz irgendwas zu publizieren, ohne dass irgendjemand fragt? Das tun ja genügend Leute, und auffindbar ist man damit. Es sucht einen nur keiner. Das ist ja das sozusagen das Wesen des World Wide Web. Es ist wahnsinnig demokratisch. Jeder kann dort etwas veröffentlichen, aber das heißt nicht, dass es jemand automatisch interessiert. Nein, ich denke, dass es natürlich den Weg über ganz, es gibt ja nach wie vor sehr viele und sehr gute Wissenschaftsverlage und auch in sehr unterschiedlicher Größe. Insofern braucht es wahrscheinlich dieselbe Energie und dieselbe Nachdrücklichkeit, die man auch in der Forschungsarbeit braucht, um dort Kontakt hinzukriegen. Und es gibt natürlich sehr standardisierte Publikationsverfahren, wo man zwar als Autor nicht an irgendwelchen Verlagskonditionen oder Vertragskonditionen schrauben kann, aber doch sozusagen einen sehr ordentlichen, sehr, sehr fachgerechten Publikationsweg findet. Und daneben gibt es natürlich Self-Publishing-Möglichkeiten, die zumindest dafür sorgen, dass man auf internationalen Plattformen sichtbar ist. Das heißt, dass man selber meistens auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss. Aber das ist dank Print-on-Demand und Digitaldruck eigentlich inzwischen sehr, sehr überschaubar geworden. Also in der Vergangenheit diese doch halsabschneiderischen Druckkostenzuschussverlage sind eigentlich Vergangenheit. Gut. Wie wichtig wäre Ihnen denn die Sprache als junger Wissenschaftler heute? Würden Sie auf Deutsch publizieren oder auf Englisch, oder würden Sie sagen, es hängt vom Fach ab? Auch das hängt vom Fach ab. Ich glaube, im Bereich Naturwissenschaften ist englische Sprache einfach die Lingua Franca. Wenn Sie nicht in Englisch publizieren, werden Sie nicht wahrgenommen. In den Sozialwissenschaften ist das sicher ein Stück anders. Ich würde auch denken, im Bereich Jus hängt es wahrscheinlich davon ab, in welchem Rechtsbereich wir uns bewegen. Ich hätte eher das Gefühl, da, wo eine muttersprachliche Publikation sinnvoll ist, kann man selber mehr für die Qualität tun. Manche Autoren und Autorinnen bilden sich ein, sie müssen in Englisch publizieren und sind dann doch aufgrund, also die sprechen ordentlich Englisch, aber wenn sie das, bevor sie das veröffentlicht kriegen, müssen sie dann schon auch nochmal was investieren, um es wirklich sprachlich ein bisschen zu verbessern. Und die Entscheidung muss man einfach treffen. Und wer investiert dann, der Autor oder der Verlag? Oft genug der Autor, meistens oder bei einem guten Verhältnis tut man das gemeinsam. Wir haben durchaus viele Projekte, die sich mit dem ersten Titel nicht rechnen, aber wo wir der Überzeugung sind, dass diese Autoren einfach ihren Weg machen werden. Und dann teilt man sich manchmal die Kosten für eine Übersetzung und geht damit sozusagen gemeinsam ins Risiko. Und glauben Sie, dass das Modell, dass man Texte schreibt, heute abgelöst werden könnte durch ein Modell, dass man ein Video macht oder einen Podcast? Ist für mich schwer vorstellbar, aber ich finde die Ergänzung einfach extrem vielversprechend. Also, dass man Texte auf wesentliche Bausteine kürzt und sozusagen klar strukturierte Aussagen trifft. Und das kombiniert möglicherweise mit Vorträgen, mit Videos oder mit Audio. Fachbücher funktionieren im Audiobereich zum Teil erstaunlich gut, was ich mir früher schlecht vorstellen konnte. Das ist eine Umstellungsphase, aber es gibt, denke ich, nach wie vor so viele komplexe Themen, die sich schlecht in ein Video überführen lassen. Zumal das ja auch nicht preiswerter ist in der Produktion. Und nachdem
die Anzahl der Leser nicht wächst, die Zeit fürs Lesen nicht wächst. In den letzten 10 Jahren hat die durchschnittliche Zeit für die Lektüre eines wissenschaftlichen Artikels sich in etwa halbiert unter Akademikern. Ist nicht damit zu rechnen, dass dort mehr Geld zu verdienen ist. Und das limitiert natürlich auch vieles an Experimentiermöglichkeiten, zumindest in Unternehmen, die sich letztendlich ja doch irgendwie als wirtschaftlich erfolgreich präsentieren müssen. Wobei ich da vermuten würde, dass da vielleicht gerade die nächste, wie man das neudeutsch nennt, Disruption stattfindet, nicht? Weil sie es mit Wettbewerbern zu tun haben, die einfach sagen, lade hoch, was du willst, in der Länge, die du willst und in der Qualität, die du willst, und es kostet nichts, nicht? Genau. Und wie stellt sich ein Verlag heute darauf ein? Schauen Sie zu und hoffen, dass... Wir arbeiten in dem Bereich natürlich selber sehr viel, versuchen wirklich, also Audioergänzungen zu Lehrbüchern gibt es bei uns. Es gibt individualisierte Digital-Print-Formen bei uns. Diese Flexlex-Gesetzestextsammlung ist ja sozusagen ein kleines Glied in dieser Möglichkeit, aber zeigt, was man machen kann, dass man eben auch mit Auflagen von N gleich 1 hochwertige Produkte herstellen kann. Das nun noch zu kombinieren, beispielsweise in einem Lehrbuch mit einem QR-Code oder einer anderen Möglichkeit, um Lernkarten, digitale Lernformate damit zu kombinieren. Das sind Dinge, die wir ausprobieren und die auch für ein Haus unserer Größe durchaus leistbar sind. Mhm. Ja. Lassen Sie mich vielleicht abschließend noch eine Frage stellen, die sehr philosophisch geradezu ist, aber anschließt an das, was Sie gesagt haben über die durchschnittliche Lesezeit, die sich so reduziert hat. Nicht? Wir leben ja in der paradoxen Welt, dass immer mehr geschrieben, aber immer weniger gelesen wird. Und daraus für Verlage und alle anderen auch, aber vor allem für Verlage die ökonomische Besonderheit entsteht, dass sie immer mehr die Information verdichten, verkürzen, verschlagworten, leichter verdaulich machen müssen, also eigentlich all das betonen müssen, wofür Universitäten typischerweise nicht stehen. Nicht? Universitäten sind im Gegenteil ja weitschweifig und meandernd und grundsätzlich, also vereinfache jetzt, ja, oder verwende Klischees. Das führt nach meiner Beobachtung, zumindest in den Publikationsfeldern, die ich sehen kann, dazu, dass die Bedeutung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Hochschullehrern in der Menge der Autoren abnimmt. Mhm. Also immer mehr PraktikerInnen, die publizieren, und immer weniger ProfessorInnen. Und es führt auch dazu, dass die Inhalte natürlich immer weniger ausdifferenziert sind. Und gleichzeitig aber das Universitätssystem mitunter noch an Qualifikationsanforderungen anschließt, die noch von vor 50 Jahren sind. Also die 300 Seiten Dissertation, die 500 Seiten Habilitation und so weiter. Und da entstehen Brüche, die ganz schwierig zu beobachten und erst recht ganz schwierig einzuschätzen sind. Wie sehen Sie denn da die Rolle der Universität im Verhältnis zum Verlag? Also es ist eine Beobachtung, die ich auch mache. Aus meiner Sicht muss man auch über das Incentivierungssystem für Universitätslehrende nachdenken. Heute ein Lehrbuch zu schreiben an einer Universität, an der man möglicherweise nur 4 Jahre beschäftigt ist oder die maximale Chance hat auf eine Verlängerung des Vertrages, ist ein zeitliches Investment, für das eigentlich keiner an der Universität Zeit hat. Man sieht sehr klar eben, dass Lehrbücher im Lauf ihrer Publikationsgeschichte immer besser werden, wenn die Leute nämlich noch in der akademischen Lehre tätig sind und jedes Semester sozusagen über die Fragen der Studierenden einfach Verbesserungsvorschläge bekommen. Der Anreiz, das einzuarbeiten, den finde ich, müsste eine Universität stärken, und das passiert im Moment nicht. Im Moment ist man eher der Meinung, diese Inhalte entstehen doch während der Arbeitszeit, die es bezahlt. Insofern soll das kostenlos irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Und das halte ich wirklich für eine völlige Fehleinschätzung. Ein Buch zu schreiben, einen Text konzise zu erarbeiten, kostet viel Zeit und hat nichts mit der Zeit zu tun, die man normalerweise als Lehrende an der Universität mit Studierenden tätig ist. Also das Anreizsystem dort, finde ich, müsste die Universität sich anders als bei Open Access Publikationen im Wissenschaftsbereich, wo es mehr eine Finanzierungsfrage ist, ob eine Bibliothek, ein Institut
diese Article Publishing Charges bezahlen kann, ob sie bereit sind, 3.000 Euro für einen betriebswirtschaftlichen Beitrag zu bezahlen. Das ist eine Entscheidung, die ein Professor oder eine Professorin mit ihrem Institut, mit ihrer Bibliothek treffen kann. Aber die wird nie für ein Lehrbuch funktionieren. Und da, glaube ich, laufen die Formate so ein bisschen auseinander, dass im Grunde die Basis für unser Prüfungssystem eben auch mit sehr differenzierter Argumentation langsam ein bisschen betagt wird und im Grunde neue Lehrwerke in dieser Richtung kaum entstehen. Die werden wir produzieren. Sehr gut. Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Gut. Gut.